Guten Morgen nochmal, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV. Für alle, die das JFD-Devisenradar vorhin nicht gesehen haben, wir hatten vorhin den Euro gegenüber dem Australdollar im Fokus, der auch heute wieder hier deutlich über 200 Pips nach oben zieht und hatten ja schon angekündigt, dass wir Euro-US-Dollar gleichwohl auch nochmal hier unter die Lupe nehmen wollen. Und Euro-US-Dollar zeigt sich hier sehr, sehr interessant. Wir fangen mal am besten mit dem großen Bild an, also diesmal vom Großen ins Kleine. Wir haben hier den Wochenchart Intervall. Ganz klar, die große Abwertungsspirale brauchen wir nicht mehr eingehen. Wissen Sie, Fazit ist, wir haben hier ausgehend von den Juni-Hochs den Abwärtsimpuls eingeleitet, der hier unlängst auch zum Bruch der Aufwärtstrendlinie dieses sich andeutenden Kanals hier führte. Dann gab es hier während der letzten Wochen ein zähes Tauziehen zwischen Bullen und Bären. Das gucken wir uns jetzt mal hier ein Stück weit genau an. Hier ein Longledge Doji Kerze direkt an diesem Widerstand um 1,10, 1,1035. Dann aber, wie gesagt, der Close drunter. Dann im Nachgang hier, nochmal in der Vorwoche, wieder ein Versuch. Also wir sehen hier der Longledge Doji mit temporärer Überwindung. Dann in der Vorwoche eine Hammerkerze. Hier also die Unterschreitung sozusagen wieder ein Stück weit aufgefangen. Aber hier die Tendenz, dass wir von dieser Ausverkaufskerze hier im Juli hier eine Erholung sehen, die sich auch weiter fortsetzen führte, weiter fortsetzen sollte und dann eben hier unter Umständen in diesen größeren Abwärtsmove einleitete, hätte sich sogar befürworten können, denn wie gesagt, die Vorwoche und Vorvorwoche hatten hier nicht wirklich bullisches Momentum. Und zwar war in der Vorwoche hier diese Hammerkerze zu sehen, sprich die Tiefs wurden wieder gekauft, aber letztlich immer noch nicht wirklich das, wo man sagt, hey, jetzt sind die Bullen hier definitiv zurück. Es hat sich sogar hier im Wochenchart dann eine Unterstützung ergeben, die, wenn sie denn gebrochen wäre, das ist der Bereich 1082 etwa, sicherlich hier hätte einen größeren Verkaufssturm ausgelöst. Doch wie wir jetzt sehen, das hängt hier ganz stark mit China zusammen, hier Abwertungsexzesse in Fernost, also praktisch da die Yuan-Abwertung geht hier weiter und wir haben ja mehr oder weniger alle im Auge, dass die chinesische Währung ja hier manipuliert ist sozusagen, also keine frei fungible Währung, sondern hier die People's Bank of China, also die asiatische Notenbank, chinesische Notenbank hier da den Finger drauf hält, maximale Schwankungsbreite 2%. Hatten wir auch gestern im Devisenradar kurz angeschaut, den Euro gegenüber dem Yuan. Letztlich ist es hier so, dass weiter interveniert wurde. Und dies führt hier zu großen Verunsicherungen. Der Euro profitiert davon, US-Dollar das ganze Gegenteil. Und was wir jetzt hier in der Wochenkerze sehen, ist, dass der Euro deutlich über die Marke von 1,10, 1,1035 rauszieht. Bleiben wir in diesem Flow, hat Euro-US-Dollar also den Auftrieb, hier über 1,10 sich zu halten, dann ist es wahrscheinlich, dass wir jetzt nicht weiter abrauschen, wie ursprünglich die Annahme unter 1,10, sondern hier vielmehr an die Widerstandszone 1,14, 1,1475 vordringen. Das jetzt hier das zu favorisierende Szenario. Deswegen blau und neu justiert. Erst unterhalb von 1,080 wäre hier mit einem bärischen Momentum in Richtung 1,040 und neuen Mehrjahrestiefs zu rechnen. Alles darüber ist bislang hier bullisch zu sehen, beziehungsweise keinesfalls bärisch, insofern, dass wir neue Jahrestiefs sehen. Also Euro-US-Dollar hat hier so mehr oder weniger gerade die Kurve bekommen. Wie das, wie gesagt, jetzt letztlich ausgeht, das muss man nochmal abwarten, aber rein technisch hat sich hier zumindest jetzt erstmal die Lage entspannt und es sieht so aus, als würden wir hier jetzt nochmal gute 300 Pips drauflegen können und hier in diese Widerstandszone eintauchen. Favorisiertes Ziel seit längerem war ja hier oben die Zone um 1,18, 1,1877, hier Kreuzwiderstandsbereich, Horizontallinie, große Abwärtstrendlinie, hier gebrochene Ober- oder beziehungsweise obere Trendlinie des deckelnden Trendkanals. Das ist ja nach wie vor ein Szenario, was intakt sein könnte, wenn Euro-US-Dollar explodiert. Hier oben ist definitiv ein Ziellevel, was hier eigentlich hätte erreichbar sein können, schon ab der Juni-Bewegung eigentlich erwartet. Aber da kam es dann letztlich doch anders. Jetzt die augenblickliche Situation, wenn Euro-US-Dollar sich über 1,10, 1,1035 hält, dürfte es weiter raufgehen. Und das eben mit Blick auf die nächsten Tage, Schrägstrich gegebenenfalls sogar nächsten Wochen. Das kann man nicht ausschließen von der aktuellen Chartlage her. Gut, schauen wir aber noch mal ein Stück weiter und zwar hier mal kurz auf die Saisonalität. Und da gehen wir jetzt mal in den Tageschart. Wie gesagt, Wochenchart sehr, sehr interessant, im Auge behalten. Jetzt kurz zum Tageschart. Da haben wir die Situation, Sie sehen es, wir sind unmittelbar an einem Widerstandsbereich. 1,1155, heute schon touchiert.
ist allerdings, wie gesagt, eine horizontale Hürde, die hier kurzfristig, gerade für den heutigen Intraday-Handel, ja, eine Hürde darstellen dürfte und Euro-US-Dollar sich wohl jetzt, zumindest mit den nächsten Handelsstunden, in einer Konsolidierung üben dürfte. Das sehen wir uns auch gleich auf dem Stundenchart an. Hier am Nachmittag letztlich einiges aus den USA, aber nichts mehr weltbewegendes. Das britische Pfund hat hier gerade auch noch ordentlich vor den Latz bekommen gegen 10.30 Uhr. Aber soll nicht Fokus sein. Wir haben letztlich hier Schweizer Franken nochmal 11 Uhr, dürfte interessant werden, aber aus den USA marginale Daten, also da ist hier mehr die Technik gefragt und da wir jetzt hier am Widerstandsbereich um 1,1155 sind, sollte eine Konsolidierung zunächst nicht überraschen, aber diese wäre, wenn wir eben hier, Sie sehen hier dieses Konsolidierungsrechteck, wenn wir dieses nach oben verlassen, also Preise über 1,1160 spätestens morgen zu erwarten, dürften dann eben hier bis in den Bereich 1,14, 1,1455, 1,1475 führen, eben bis zu dieser Zone. Euro-US-Dollar, also jetzt, wenn wir über 1,11 rausziehen, im bullischen Modus mit der Möglichkeit, weitere Performance zu erzielen. Kurzfristige Pullbacks sollten jetzt tunlichst nicht mehr unter 1,10 zurückführen, wenn sie denn überhaupt kommen. Dann ist die Lage aber, wenn es denn dabei bleibt, dass wir die 1,10 verteidigen, nach wie vor bullisch. Erst unterhalb von 1,10 wäre hier wieder das Zepter neu zu justieren, neu auszurichten, dann dürfte, wie gesagt, die 1,080 wieder interessant werden. Aber das ist aktuell hier charttechnisch sehr schön greifbar. Euro-US-Dollar also hier in einem sehr schönen Trading-Flow. Und da muss man mal sehen, wie das jetzt hier noch sich weiter gestaltet. Aber rein technisch sehr, sehr interessante Lage gerade. Saisonal sprach ich gerade davon, haben wir hier mit Blick auf die kommenden 20 Tage nicht wirklich bullisches Momentum. Gehen wir mal auf die nächsten 40. Da sieht es aber auch so aus, dass Euro-US-Dollar hier zunächst seitwärts fährt und dann ähnlich wie die große Gold- und Silberanalyse gestern, hier aber in den nächsten Wochen größeren Auftrieb erfahren könnte. Wir haben auch dazu jetzt dann am Freitag nochmal einen Seasonal Trade im Blick für Gold und Silber, die hier mit Blick auf die nächsten dann kommenden 10, 12 Tage sehr, sehr bullisches Momentum aufweisen. Das könnte hier alles weiter treibend wirken, aber saisonal haben wir speziell ab dem September hier ein sehr, sehr bullisches Momentum vor Augen. Ob das so kommt, mal abwarten, aber saisonal bedingt sieht das schon mal nicht schlecht aus. Gut, Euro-US-Dollar-Tageschart durchgeleuchtet. Jetzt gehen wir in den Stundenchart ganz kurz, der ist nämlich auch noch interessant. Sehen wir hier gerade die Kerze, wirkt wie gesagt ein Stück weit erschöpft. Wir sind schon over range, schauen wir uns das kurz auf dem MetaTrader an. Das sehen wir hier sehr deutlich, heutiges Hoch eigentlich rein nach der Average True Range 1,1121 haben wir gerissen. Sind wir auch anhand des FIBO Pivot Points schon an Resistance Punkt 3 rangelaufen. Also heute dürfte die Luft reißen, wir haben 133 Pips zurückgelegt, im Schnitt 97, sind wir also schon 35, 36 Pips über den Durst. Jetzt gibt es einen Pullback, der könnte hier an das Vortageshoch zurückführen. Dann nochmal einen Anlauf, das scheint alles möglich, aber generell ist, wie gesagt, ein Stück weit jetzt hier das ganze Momentum raus. Jetzt hier aggressive Long Trades Intraday zu suchen, halte ich für sehr, sehr riskant. Denn, schauen wir uns mal hier den Chart an, lässt sich hier aktuell sehr schön einfangen, die ganze Geschichte, in einem Aufwärtstrend. Das Ganze dann wieder kopiert in einen Trendkanal, zeigt hier sehr deutlich, wollen wir noch ein Stück weit justieren an diese Hochs, dass wir im Prinzip hier oben den Deckel jetzt drauf haben, was grundsätzlich eigentlich dafür spricht, dass jetzt der Markt hier konsolidieren müsste. Euro-US-Dollar also insofern jetzt hier die Luft raus. Wer schon dabei war, Respekt, da gab es sicherlich ein bisschen was zu holen. Aber jetzt aggressiv auf Long zu gehen, würde ich wie gesagt unterlassen, da hier auf Stundenbasis der obere Trendkanal erreicht wurde, das Resistant Level 3 unmittelbar bevorsteht und das ist eben die absolute Ausdehnung und insofern wären hier dann vielmehr die Rücksetzer zu suchen und der ideale Rücksetzer wäre schon recht scharf in Richtung 1,1050, aber ich würde sogar noch ein Stück weit höher setzen, nämlich hier an dieses Verlaufshoch von gestern. Hier Bereich 1,1083 scheint mir eine sehr, sehr schöne Zone zu sein, um hier gegebenenfalls ein Long-Engagement zu wagen. So, machen wir das mal horizontal. Das wäre praktisch eine Trigger-Zone, um hier nochmal beim Euro-US-Dollar reinzukommen, um dann letztlich hier für die nächsten Tage den Ausbruch bzw. die Tendenz in Richtung 1,14 mitzunehmen. Ja. Kleiner Spike nach unten sei auch erlaubt, wenn er denn kommt. Allerdings derzeit eher Plan B. Kann ich mir nicht vorstellen, dass wir so tief eintauchen. Aber die Märkte zurzeit sehr, sehr volatil. Das ist gut.
Aber es dürfte, wie gesagt, auch dazu führen, dass manche Ausschläge auch mal eine gewisse Überstreckung erfahren. Aber grundsätzlich hier Euro-US-Dollar jetzt hier im Bullenmodus. Schauen wir kurz noch auf die Wochentagsstatistik, dann sind wir durch. Euro-US-Dollar hier heute mit der Tendenz 47%. Es wird besser. Sie sehen es hier. Wir hatten hier schon Werte, die waren in Richtung 30% unterwegs. Das stabilisiert sich alles mehr oder weniger. Das veranschaulicht auch die jüngste Stabilisierungstendenz beim Euro-US-Dollar. Die Bullen scheinen also hier ein Stück weit wieder Gas geben zu wollen. Also sieht gut aus, technisch und auch saisonal haben wir hier einiges vor uns. Wollen wir warten, ob es so kommt. Ich sage danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Wenn Sie mögen, hören wir uns später nochmal wieder oder beziehungsweise in Bälde. Dann schauen wir uns nämlich nochmal den DAX an. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.